Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum Mountain Blade Warband. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben bei Burg Alburg. Ja, Burg Alburg mit Q. Wie auch immer man das ausspricht. Mal gucken, was haben wir als Truppen. Muss noch mal ein bisschen reinkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Der Bauer. Lagerzivilisten, ein paar Wachmänner, Nordkrieger. Na gut. So, Charakter. Oder warte mal, Moment. Berichte. Ich bin ein Lord von Nord. Wir sind ein König. Moment. Fraktion Nords. Tatsächlich, wir sind. Wir wollen doch gar kein Reich. Also gut, fangen wir nochmal bei Null an. Also. Fangen wir mal da an, wo es einfach ist. Ich habe gestern, beziehungsweise letzte Woche, auf Twitter eine Umfrage gestartet, ob wir einem Reich helfen, also als Vasall dienen, bis es die ganze Welt erobert hat, oder selber ein Königreich gründen und die Welt erobern. Nun, die Abstimmung lautete, wir erobern selber die Welt. Und das heißt, wir brauchen mehr Männer, wir brauchen mehr Geld. Und das heißt, als allererstes werden wir mal rekrutieren, soweit es geht. Und Geld verdienen, soweit es geht. Aber erstmal müssen wir den König finden. Du bist nicht der König. Sultan Hakim vom Saranidischen Sultanat. Du bist nicht der König. Aber wir können mal kurz nach Finada ein paar Freiwillige rekrutieren. Wir brauchen Freiwillige. So, wir nähern uns dem... der Hauptstadt des Nordens, aber da ist niemand. Also gehen wir weiter rekrutieren. Dann schauen wir mal nach Sargov. Kurz, du bist nicht der König, ihr seid nicht der König. Marktplatz, Rüstungshandel. Ich würde mir gern was Besseres zulegen, aber 7000 ist teuer. Na gut, verkaufen wir erstmal den Scheiß, den wir hier haben. Den brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Machen wir mal so noch mal so eine Arena-Runde. In absehbarer Zeit gibt es keine Turniere. Okay. Dann let's make some arena battle. Aua. Von dem dürfen wir uns nicht zu oft treffen lassen. Oh, ich lasse mich jetzt schon K.O. schlagen. Hopp, geh drauf. Wer will mir seinen Übungsstab und sein Schild leihen? Dankeschön. So, 32 Gegner, halbe HP. Das wird ja noch lustig. Sehr lustig wird das. Aber wir brauchen das Geld, wir brauchen die EP. So, rennt uns schon jemand hinterher. Es sah so aus. So, her damit. Immer dran denken, ein bisschen blocken muss sein. Und versucht immer auf Kopfhörer zu zielen. Kopf- oder Seitenbereich. Mit dem schweren Schwert. Und versucht den möglichst mit einer großen Fläche zu treffen. Beziehungsweise fett ins Gesicht. Zum Beispiel so.
so. Oder so. Wer ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Ah, da ist der Nächste. Oh, oh, oh. Schild raus. Schilde hoch. Er weicht halt zurück. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Bevor zu viele spawnen. 3 Stück sind noch da. 4 Stück. Okay, wir halten uns jetzt mal dezent zurück. Schlagen die in dieser Hälfte zusammen. Und es läuft daraus hinaus, dass wir jetzt gegen 2 Letzte kämpfen. Aber diesmal haben wir gewonnen. Wir haben zwar nur 33 von 40 erschlagen, aber das macht nichts. Wir kriegen den vollen Preis. 250 Dinare. Okay, dann fatzen wir zurück ins Stadtzentrum. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier so einen kleinen Screenshot. Hier so. Bisschen Screenshot-Action. So, Screenshot getaked. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Schenke, gucken mal, ob wir hier einen streitlustigen Betrunkenen haben. Komm mal her, Kollege. Was für eine Verschwendung. 50 Dinare erhalten. So, was haben wir hier? Karawanenwache. Wie viel wollten wir? 600. Ah, das ist teuer. Gut, dann verlassen wir mal die Stadt. Und suchen wir nach König Ragnar. König. König. Du da. Jo, Frage. Aufenthalt. König Ragnar. Burg Ismirala. Also gut, auf nach Burg Ismirala. Wir müssen uns... Okay, die Saraniden und die Kergit haben Frieden. Finde ich okay. Können sie ruhig machen. Haben sie verdient. König, König, König. Ich finde das... Da ist König Ragnar. Wir sind gar kein Vassal. Wir sind nur ein Landsknecht. Wir können jederzeit woanders hin. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Aber wir reden jetzt trotzdem mit ihm. Schwören ihm kurz die Treue. Okay, dann eben nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir Banditen jagen. Wir brauchen EP. Wir brauchen Loot, dass wir benutzen können, um neue Truppen auszuheben bzw. Ausbildungen abzuschließen. Ruvar wird verheert. Wo sind die Banditen? Feindpatrouille in der Nähe von Alburg. Berichte, Fraktionsberichte. Die Vaegers mögen uns nicht. Weiterreisen. Gut, dann suchen wir uns jetzt mal nicht die Dorfbauern. Ich will nichts von Dorfbauern. Dorfbauern gehen mir am Po vorbei. Euch will ich haben. Hopp, 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 hopp. Hinterher. Schnappt euch die Banditen. Schnappt euch die Banditen, bevor es jemand anderes tut. 2,4, 2,4. Das ist ja gar nicht cool. Oh, 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 oh. Oh, ausweichen, ausweichen. Wir dürfen nicht in Weige Patrouillen reinrennen. Ah, sehr gut. Wir haben die 6 Stück erwischt. Wir schnappen uns die jetzt natürlich. Wir haben ja die Waffen dazu. Wir haben die Männer.
Heute nehmen wir ein paar Gefangene. Oder töten wir sie? Ah, wir töten sie einfach. Lassen wir es gut sein. Lass mein Pferd in Ruhe. Komm her, du Bogenschütze. Dann komm du her. So, nächste. Ja, wir haben sie getötet. Das ist gut. Räuberjagd lohnt sich immer. Außerdem, wenn sie Gefangene dabei haben, können wir sie gleich mitnehmen. Wir haben 2 Rekruten. Wir machen einen Jäger, einen Krieger. Also Nahkämpfer. Ansonsten können wir gerade nichts weiter bilden. Ausgebildet in Nord. Ich sortiere das jetzt mal. Bogenschützen. Wo ist der Jäger? Da oben sind die Jäger. Nordbogenschützen. Ausgebildeter Fußsoldat. Krieger wird hochgepackt. Fußsoldat kommt unter den ausgebildeten Fußsoldat. Die Nordrekruten kommen nach ganz unten. Lagerzivilistinnen zu Bauersfrauen. Bauer unter Wachmänner, weil Bauern werden Wachmänner. Wachmänner werden Karawanenwachen oder Landsknecht am Brustschützen. Das entscheiden wir spontan. Gut, wir kriegen ein Loot zum des Grauens. Das ist das epische Loot, was am meisten Geld verspricht. Gut, dann suchen wir uns jetzt mal noch ein paar Rebellen, beziehungsweise ein paar... Seeräuber. Wir werden hinter Unidad rumrennen. Wir werden verfolgt. 3,9, 4,4. Das wird ein hartes Battle. 4,4. 5,5. Gut. Jetzt weg. Gib auf, hör auf, mich zu verfolgen. Graf Rudin ist ein Überläufer. Ah, wir können weiterbilden. Ein Wachmann mehr. Ein Jäger mehr. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht. Charakter. Worin investieren wir als nächstes? Ich würde sagen Ausbildern. Je besser wir ausbildern können, desto mehr EP gibt es für die Truppen, wenn wir rasten und eine Nacht abwarten. Gut, warten wir auf den nächsten Tag. Darin ja fahren. Das sind die Swaden. Ach, das sind's. Das ist eine. Seit wann ist das eine swadische Burg? Unlogisch, dass die Swaden so weit im Norden einfach eine Burg erobern. Das ist eine unhaltbare Burg für die. Ist da mal. Oh, nein. Oh, geht weg. Geht alle weg. Die verfolgen uns. Swaden, helft mir. Lasst mich die Menschen. Oh. Okay, wir jagen die Tundra-Banditen. Die Seeräuber jagen uns. Die sind auf der Flucht vor uns. Wir müssen sie einholen. 3,5, 2,3. Ja, natürlich sind wir zu langsam. Trupp, wir können euch ausbilden. Lagerzivilistin, nochmal ein Wachmann. Ein Fußsoldat. 2,4, 3,3. Jetzt werden wir schneller, wir werden schneller. Jetzt sind die schneller, jetzt sind wir langsamer. Wir sind mitten im Weigergebiet, das ist nicht gut. Wenn der uns jetzt schnappt. Oh. Nein. Oh. 5,8, 3,9. 5,5, 5,8, 4,6. Gut, das passt. Oh, Alter, wir verfolgen die Tundra-Banditen, bis wir sie kriegen. Ist mir egal. Scheiße! Jetzt hat mein Trupp nichts mehr zu essen. Wir müssen ganz schnell zur nächsten Stadt. Ichamur. Ich würde ja nach Kudan gehen, aber Kudan ist Feindgebiet. Bevor die desertieren wollen. Geht zum Marktplatz. Geht zum Warenhändler. Wir verkaufen erstmal den ganzen Mist hier. Wir kaufen 1, 2,
Drei Brote? Ah, mach ein viertes draus. Vier Brote. Steppenbanditen. Jetzt haben wir unsere Tundra-Banditen mit den Menschenjägern als als Gefangene verloren. Ja, dann suchen wir uns halt woanders Banditen. Oh, Steppenbanditen. vier und ein Bauer. Ja, das lohnt sich alles gar nicht. Na gut. Dann verschwinden die Saraniden und die Rodderkampfrieden. Das finde ich okay. 4,9, 3,7, die entkommen uns auf jeden Fall. Wir kriegen wenig Geld als Landsknechtsold. Wir haben 51 Dinare verloren. Ja, gut. Ergebt euch oder stirbt. Na gut, 29 gegen 14. Das Unfaire ist, Tundra-Maneten sind berittene Bogenschützen. Stellung halten, Männer. Ich würde sagen, Bogenschützen. Bogenschützen. 10 Schritte vor. Ich kümmere mich darum. Oh fuck! Die haben mich erwischt. Alle Mann zum Angriff. Infanterie zum Angriff. Er darf mich bloß nicht treffen. Die dürfen mich jetzt nicht mehr treffen. Oh, mein Schild hat es gerade noch geblockt. Yeah, wir sind Stufe 8, aber fast tot. Wir sind fast tot. Mordjäger wurde getötet von Steppenbandit. Finde ich gar nicht gut, Kumpel. Okay, wer ist der Nächste? Wir sind zwar fast tot, aber... Ich werde dich noch kriegen, Kumpel. Mordrekrut wurde getötet. Mach keinen Scheiß, Bogenschütze. Halt an, das hat keinen Sinn mehr. Was bist denn du für ein Pferd? Du bist ein Steppenpferd. Du bist bestimmt schneller als meins. Er rennt weg. Jetzt komm her, du. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben sie aufgehalten. Wir haben sie besiegt. Einer ist verwundet, 13 Tote. Wir haben 4 tote Soldaten, aber kriegen dafür 2 Menschenjäger, die sind gut. Und nochmal ein Bauer. Ach gut. Hätte besser sein können. Egal. Die 2 werden weitergerüstet. Ihr werdet zur Armbrustschützenabteilung. Ihr 2 werdet zu Oh, wir haben einen ersten Bogenschützenveteran. Das ist sehr gut. Ein weiterer Nordkrieger, dann machen wir hier, wir haben 2 Jäger und einen Nordfußsoldat. 45, 44, 10, 40, 41, ist trotzdem zu langsam. Egal, nehmen wir alles mit. Wir können es nur verkaufen. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir uns ein sicheres Gefilde, also zurück nach Sargov oder am besten erstmal nach Nara schlagen. Auf nach Nara. Nara. So, wir sind in Nara angekommen. Wir verkaufen kurz unser Zeug. Rüstungshandel. Rüstungshändler haben immer das meiste Geld da. Deswegen immer beim Rüstungshändler verkaufen oder bei dem, der halt gerade das meiste Geld da hat. Wow. 34, 19, 21, 30, 73.
nicht gerade das überragendsten Zahlen, aber immerhin mal etwas. Warenhändler, du gibst uns jetzt noch zwei Brote. Die können wir uns leisten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Mountain Blade Warband. Bis dahin, auf Wiedersehen.